doch um Wirklichkeit. Da will ich jetzt mal widersprechen. Es geht um den Sehprozess selbst, um das Hineinsehen in die Welt. Das ist nicht der Punkt, darum geht es mir gar nicht. Wie kann man über das Bekannte hinaus denken? Das sind Räume, die bestimmen über einen wissenschaftlichen oder technischen Fortschritt. Ja, aber die Frage ist ja, was kommt danach? Fotodialog. Deutsche Fotografische Akademie. Wir diskutieren, zeigen und fördern künstlerische Fotografie. Herzlich willkommen zu einem DFA-Podcast. Mein Name ist Corinna Weidner und ich spreche heute mit meinem Akademiekollegen Christoph Linsbach über das Fotografieren von Menschen mit Behinderung. Den Anstoß dazu gab die Arbeit des Fotografen Günther Hillenhagen, auch er ein DFA-Kollege, der sich ein Leben lang sozialen Themen gewidmet und auch jahrelang Menschen mit Behinderungen in Pflegeeinrichtungen fotografiert hat. Mein ausführliches Gespräch mit Günther Hillenhagen zu seiner Arbeit ist als DFA-Podcast auf all unseren Kanälen zu hören. Jetzt will ich aber mit Christoph Linsbach anknüpfen. Er verfolgt seit vielen Jahren, wie Menschen mit Behinderung fotografisch dargestellt werden, wie Fotografinnen und Fotografen sich diesem Thema nähern, und er bringt dazu nicht nur viel Wissen, sondern auch eine klare Haltung mit. Lieber Christoph, wie breit ist dieses Themenfeld aufgestellt? Ja, das Themenfeld ist natürlich sehr breit aufgestellt, weil es unterschiedlichste Beeinträchtigungen gibt, der Art nach, dem Schweregrad nach. Hier kommt es sehr darauf an, dass wir hier keine Sonderkategorien entwickeln, wenn wir über Menschen sprechen mit Beeinträchtigungen, mit Behinderungen, die fotografiert werden. Ich wende gerne den Begriff Porträtfotografie an, weil er selbst natürlich schon sehr viel mitbringt, weil er ein Begriff ist, der gesetzt ist, auch für die Fotografie generell, von Menschen, die sich darstellen lassen möchten auf einem Foto. Und ich finde halt sehr spannend die Unterschiede, die es hier gibt. Welche Herausforderungen stellen Sie für den Fotografen, die Fotografin dar? Welche Rolle billigt man auch Menschenbehinderungen in einem Porträt-Shooting überhaupt zu? Werden sie so gesehen, so akzeptiert, diskriminierungsfrei behandelt, wie man das ganz selbstverständlich mit anderen Personen ohne Beeinträchtigungen tut? Das Menschenbild und die Haltung spielen ja hier die zentrale Rolle. Ich glaube, dass die Haltung wichtig ist, das Menschenbild, das man als Fotograf, Fotografin mitbringt, ebenso, aber natürlich auch die sehr gründliche Vorbereitung. Ich finde es wichtig, dass man nicht glaubt als Fotograf, dass man eben alles fotografieren kann und schiebt dann auch mal ein Projekt mit behinderten Menschen ein, sondern dass man sich schon auch über einen längeren Zeitraum dem Thema widmet, sich wirklich gut vorbereitet, sich mit den Bedarfen der Menschen beschäftigt, die man dann vor der Kamera hat, und sich natürlich auch im vollen Bewusstsein darüber befindet, wie ihre gesellschaftliche Situation ist. Also ich glaube, dass wenn man Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigungen fotografiert und das wirklich ernst nimmt, gehört dazu auch eine, ich sag mal, sozialpolitische Mission dazu. Also man kämpft auch ein Stück weit mit solchen Fotografien immer auch gegen Diskriminierung an und auch gegen Ausgrenzung an. Und dass man sich seiner eigenen Verantwortung gegenüber den Personen auch immer bewusst ist. Es gibt Fotografen, die das können, die das auch über lange Zeit praktizieren, und andere, die das eben so schnell mal hinzaubern und meinen, sie können daraus ein Projekt machen, aber dann nicht wirklich die Essenz der Person erfassen. Welche Schieflagen entstehen da? Es ist ja oft so, dann wird die Person im Rollstuhl fotografiert, und was springt dem Betrachter des Fotos ins Auge? Die Behinderung. Und das, finde ich, ist dann immer ausgesprochen schade, finde ich sehr schwierig. Denn es geht auch bei Menschen mit Behinderung natürlich in allererster Linie um die Persönlichkeit. Und sie haben ein Recht darauf, dass sie in ihrer Persönlichkeit betrachtet und abgelichtet werden. Das ist eine Frage des Respekts. Und dahinter sehe ich dann auch die Chance, diese Menschen auch ein Stück weit wieder stärker in die Gesellschaft zu integrieren oder zumindest als Fotograf an der Stelle einen kleinen Beitrag zu leisten. Denn wir müssen uns doch alle mal darüber bewusst sein, oder vielleicht auch viele sich darüber erst bewusst werden, dass wir doch ein eher schwieriges Verhältnis zu diesem Thema haben.
Ja, also wir haben Berührungsängste, wir gucken kurz hin und dann gucken wir oft verschämt weg, wenn wir jemanden in einem Rollstuhl sehen, wenn wir jemanden mit einer starken Kontergan-Schädigung sehen. Also es gibt da so eine Art Urangst und ein Zurückweichen. Und das hat sehr viel damit zu tun, dass diese Menschen in den Medien relativ selten vorkommen, dass sie insgesamt zu selten fotografiert werden und oft falsch fotografiert werden. Dann hat man auf der einen Seite entweder den besonders kranken, leidensbedürftigen oder man fotografiert den Hochleistungsbehinderten, in Anführungszeichen jetzt, der irgendetwas Tolles verbringt. Aber den durchschnittlichen Menschen, der eine Beeinträchtigung hat, der wird selten in seiner gesamten Persönlichkeit erkannt und dargestellt. Wo begegnen uns Fotos überhaupt von Menschen mit Behinderung? Die Aktion Mensch zeigt Fotografien. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass es diese Aktion gibt. Es ist eben immer ein Ausschnitt, der gezeigt wird, eine bestimmte Situation, in der wir mit diesen Fotografien konfrontiert werden, in einem bestimmten Setting, dass die Menschen mit Behinderungen doch irgendwo in eine Sonderkategorie hineinschiebt. Sie begegnen uns nicht so sehr im Alltag, einmal weil wir sie selbst im Alltag kaum erleben und natürlich überträgt sich das auch auf die Fotografie, die uns diese Menschen nicht im Alltag zeigt oder nur sehr selten. Das sind Dinge, die sich gegenseitig bedingen. Da ist die Fotografie ja nicht frei davon, sich sozusagen außerhalb von gesellschaftlichen Kontexten, Bedingungen und Zwängen zu bewegen. Und ich denke mal, dass Fotografie sich daraus ein Stück weit befreien muss. Es gibt da durchaus Ansätze, es gibt Versuche, das zu tun. Es gibt Agenturen, die Models oder Schauspieler, ich sag mal in Anführungszeichen, anbieten, wie dies andere Agenturen auch tun, die eine Behinderung haben und die sich das zur Aufgabe machen, dass Menschen mit Behinderungen auch stärker in den Medien präsent sind und es nicht den, ja, das ist fast böse formuliert, den Alibi-Behinderten im Theaterstück hat, sondern dass die vielmehr wirklich Teil der Theaterszene werden, der Filmszene werden. Das fände ich ganz, ganz wichtig. Da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Paralympics ist auch ein ganz gutes Beispiel, aber ich glaube, da ist noch viel Arbeit zu leisten. Während wir natürlich bei den Paralympics diese klassische Situation haben, die große Bewunderung für die Leistungsfähigkeit. Mhm. Auf der anderen Seite haben wir jetzt diese Nischen, die sich öffnen, die Prothese auf dem Modelaufsteg. Die Normalität ist nicht oder ganz woanders zu finden. Der Ausgangspunkt für unser Gespräch war ja die Arbeit von Günther Hildenhagen. Er hat sowohl in karitativ-diakonischen Einrichtungen fotografiert, er hat aber dann auch im Alltag fotografiert. Ist dir da eine Normalität begegnet in den Bildern? Ja, vielleicht nochmal zu dem Catwalk. Das hat ja zwei Seiten. Also auf der einen Seite finde ich es schon gut, dass es gemacht wird. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine Sache, die aus einer ethischen, sozialpolitischen Sicht ein gewisses Geschmäckle hat. Das muss man einfach so sehen. Aber im Ergebnis finde ich es besser, es wird gezeigt und es kommt vor und es kommt immer öfters vor, als wenn es sozusagen total verschwiegen wird. Denn die Situation ist ja so, wir haben in Deutschland viele Menschen, die in geschlossenen Einrichtungen leben und die heute eigentlich über Fotografien der Öffentlichkeit überhaupt nicht mehr zugänglich sind. Das sind Menschen, die sind abgeschlossen, die sind sozial aus der Sicht der Gesellschaft nicht kompatibel, werden aus datenschutzrechtlichen Gründen oder aus Gründen ihres Schutzes, und das sind teilweise gute Gründe, nicht gezeigt. Und jetzt zu Günther Hildenhagen. Er hat ja zu einer Zeit fotografiert, wo das noch möglich war, auch solche Menschen in karitativen Einrichtungen zu fotografieren. Er hat ja sehr eng, wie du sagst, mit der Caritas und der Diakonie zusammengearbeitet und durfte dort in Einrichtungen auch sehr stark behinderte Menschen fotografieren und hat sie sozusagen wirklich in ihrer Not, in ihrem Leid abgelichtet. Das ist der eine Teil seiner Fotografie und der andere Teil, das sind Obdachlose, das sind Menschen in Randsituationen ausgegrenzt, in schwierigen Lebenssituationen. Er hat im Grunde die ganze Bandbreite dieser Thematik abgedeckt mit seiner Fotografie. Das finde ich phänomenal. Und viele seiner Fotos, eben gerade von diesen sehr, sehr stark behinderten Menschen, würden heute gar nicht mehr gezeigt werden können. Und da frage ich mich, ist das gut, dass wir das nicht tun? Denn wir ermöglichen der Gesellschaft auch nicht mehr einen Blick auf diese Personen
Ja, und das finde ich wichtig, dass wir immer noch mit diesen Personen konfrontiert sind. Ihr Leid sehen, ihre Not sehen, auch das muss man als Gesellschaft ertragen können. Und das machen wir heute nicht mehr. Wenn man sich beispielsweise mal Einrichtungen anschaut, wie Bethel, wie viele Menschen leben da? Das wissen viele in Deutschland gar nicht. 19.000 Mitarbeiter, 220.000 Menschen mit Beeinträchtigung leben dort oder werden dort betreut, versorgt oder wie auch immer. Also die Zahl der Menschen mit Beeinträchtigungen einschließlich chronischer Erkrankungen wird etwa auf 11-12% der Bevölkerung geschätzt. Ja, und wenn man die, die besonders betroffen sind, wegschließt und sie der Gesellschaft gar nicht mehr zeigt, finde ich das schwierig. Wir sollten nicht aus dem Blick verlieren, dass es viele Menschen gibt, die in abgeschlossenen Räumen und Einrichtungen leben und deren Antlitz wir überhaupt nicht mehr zu Gesicht bekommen. Das war nur wichtig für mich zu betonen. Und das hat er uns ja gezeigt damals. Das sind Aufnahmen, wie du zu Recht sagst, die heute gar nicht mehr möglich wären. Also diese junge Frau, die sozusagen einen archetypischen Schrei in den Himmel von sich gibt, die in ihrer ganzen Ausgesetztheit, in ihrer ganzen Weltentfremdung gezeigt wird, das ist ein Foto, was heute kaum mehr machbar wäre, eben aus den von mir genannten Gründen. Das Interessante ist ja, dass die allererste Publikation von Günter Hildenhagen, ganz früh übrigens vor der Ausstellungstätigkeit, gab es die erste Publikation 1972 und der Titel ist Unterschlagene Bilder. Genau darum geht's. Die Bilder, die unterschlagen werden, die sozusagen die Gesellschaft eigentlich gar nicht zu Gesicht bekommt. Genau. Und das, finde ich, ist heute eben ein Problem. In den 60er, 70er Jahren gab es diese ganzen Begrenzungen, Einschränkungen, auch ethischen Bedenken, die man ja nicht vom Tisch fegen kann. Noch nicht oder noch nicht in dem Maße, wie es sie heute gibt. Darauf wollte ich hinweisen. Und natürlich hat Günter Hildenhagen ganz wunderbar das Thema der Pflege, der Fürsorge aufgenommen. Menschen, die sterben, brauchen emotionale Zuwendung. Im letzten Stadium des Lebens ist dies sehr wichtig. Es gibt ja auch heute andere Fotografinnen, die sich dem Thema widmen, wie die Hermine Oberrück, die das über 35 Jahre jetzt gemacht hat, sich sozialen Themen zuzuwenden. Und im Grunde in seiner Tradition, wenn man das so will, ja heute fotografiert, aber sie ist wirklich eine der ganz wenigen, die das in dieser Qualität und dieser Intensität vergleichbar mit Günter Hildenhagen macht. Was machen Ihre Bilder aus? Du hast dich intensiv mit Ihrem Werk auseinandergesetzt. Ja, Ihre Bilder machen aus einmal die Nähe zu den Menschen, zu der Situation. Also sie erzählt in jedem Bild im Grunde eine Geschichte des Leidens auf der anderen Seite, der Not, des Bedarfes der Personen, die eben betreut werden muss, und aber gleichzeitig auch kombiniert damit eine Geschichte der Zuwendung und der Unterstützung. Also sie kombiniert beides. Und das finde ich so bemerkenswert. Und ich finde eigentlich, ihre Fotos zeigen, dass sie, was ich eingangs sagte, auch eine Art von sozialpolitischer Mission hat. Sie sagt, wir müssen diese Person in der Mitte unserer Gesellschaft belassen und den Blick auf diese Person weiterhin richten. Und das ist, glaube ich, zwingend, wenn man sich mit diesem Thema fotografisch über einen längeren Zeitraum auseinandersetzt. Du hast dich auch mit der Mediennutzung von Menschen mit Behinderungen auseinandergesetzt. Ja, die Mediennutzung ist ja durchaus vergleichbar. Es hat vom Grimme-Institut dazu 2016 eine große Studie gegeben, die klar diese Tatsache belegt. Also sie konsumieren Medien so wie alle anderen auch. Das war eine Kernaussage. Aber sie haben natürlich aufgrund ihrer Einschränkungen, also beispielsweise Sehbehinderung oder andere Formen von Behinderungen, Einschränkungen, die sie ein Stück weit einschränken in der Nutzung der Medien. Es wird immer mehr darauf Rücksicht genommen. Der Deutschlandfunk bringt einmal in der Woche Nachrichten in einer einfachen Sprache. Es gibt ja in Deutschland Millionen von Menschen, die haben unterschiedlichste Grade einer Lese- und Rechtschreibschwäche. Auch darauf muss sich die Gesellschaft immer mehr einrichten. Es gibt Menschen, die haben sich durch ihre Schullaufbahn durchgemogelt und stehen dann plötzlich in der Situation, wie geht's jetzt weiter? Sich damit zu offenbaren, ist eine ganz große Leistung. Auch das sind natürlich Mediennutzer, weil die Medien funktionieren ja nicht nur über Bilder, sondern es werden Texte eingeblendet etc. Für mich bleibt aber nach wie vor einer der ganz zentralen Aspekte ist, dass einfach in unserer Gesellschaft Menschen mit Beeinträchtigung oder Behinderung, welcher Art auch immer,
zu wenig in den Medien vorkommen und auch zu wenig fotografiert werden. Und vor allen Dingen auch zu wenig angemessen und gut fotografiert werden. Gab es da eigentlich auch mal eine Befragung dezidiert der Menschen mit Behinderung, wie ihre Vorstellung für eine Selbstrepräsentation denn aussieht? Das wäre natürlich mal eine sehr spannende Studie, die man machen könnte. Eine solche Befragung fände ich ebenfalls hochspannend. Und im Grunde wäre es einfach auch mal interessant zu sehen und wissenschaftlich zu erforschen, wie kommen denn überhaupt Menschen mit Behinderung in der Fotografie vor? Wie werden sie gezeigt? Auch dazu gibt es keine, ich sag mal, repräsentative oder grundsätzliche wissenschaftliche Untersuchung, die mir zumindest bekannt wäre. Es mag Ansätze hier und da geben, aber ich kenne es nicht. Gerade die freie Fotografie ohne Auftrag wäre ja prädestiniert dafür, dieses Thema aufzugreifen. Es passiert im Grunde selten bis gar nicht. Woran liegt das eigentlich? Eine ganz zentrale Frage, die du hier stellst. Ich finde das ein Stück weit, um es mal gleich zu bewerten, ein Armutszeugnis für die Fotografie, die sich als Kunst versteht. Es kommen viel zu selten Menschen in solchen Werken vor, sehr vereinzelt nur. Ich denke mal, es gibt da eine Hemmschwelle bei vielen künstlerisch orientierten Fotografen, sich diesem Thema zu widmen. Sie wissen nicht so richtig, wie sie das ins Bild setzen sollen. Also sie wissen nicht, welche künstlerischen Kriterien sie dort einsetzen könnten, um adäquate Fotos zu machen. Das Verhältnis von Kunst als Möglichkeit der Interpretation des Lebens mit Behinderungen ist, glaube ich, ein Thema, mit dem sich bislang sehr wenige beschäftigt haben, mein Eindruck. Ich fand es sehr spannend zu sehen, dass in der Abschlussklasse der Ostkreuzschule 22 Fotografien einer Fotografin gezeigt wurden, die man heute durchweg als Beauty-Porträts bezeichnen könnte. Rembrandt-Licht, klassische Porträts, Gesicht, wunderbar in Szene gesetzt. Für mich war das eine Erleuchtung, ein Erlebnis, diese Fotografien überhaupt zu sehen. Es war das erste Mal, dass ich Menschen mit einer Behinderung so in Szene gesetzt gesehen habe. Wie viel Schönheit da zutage kam. Die Behinderung war erkennbar, aber sie stand nicht im Vordergrund. Der Charakter, der Mensch stand im Vordergrund. Man konnte, und das ist ja das, was wir tun, man sieht ein Porträt und versucht aus diesen äußeren Merkmalen auf innere Charaktereigenschaften zu schließen. Und das war da auch möglich, aber in einem positiven Sinne, die Behinderung stand nicht im Vordergrund. Ah, das war ein Erlebnis, was mich beflügelt hat. Ich habe eine halbe Stunde davor gestanden, habe dann mit der Fotografin darüber noch gesprochen. Das war die Nancy Ludwig. Ja, wie haben dann die Menschen, die dort fotografiert worden sind, das aufgefasst? Dann sagte sie nur, ach, die waren begeistert. Mehr kam da nicht und wir haben dann gemeinsam davor gestanden, haben uns das angeschaut. Einfach großartig. Und da sieht man, dass man vielleicht gar nicht so vieles anders machen muss, wenn man Menschen mit Behinderung gut fotografieren möchte. Ja, und wenn ich dann solche Rembrandt-Fotos mache, wo ich wirklich einen visuellen Eindruck schaffe von ganz besonderer Art, wenn ich das sozusagen auf Menschen anwende, diese Art zu fotografieren, denen das ansonsten überhaupt nie zuteil wird, schaffe ich damit natürlich auch ein Präjudiz und ein Modell für das Fotografieren in der Zukunft. Ja, darin können sich andere ein Beispiel nehmen. Ich leite ein Stück weit einen Prozess der Normalisierung ein mit solchen Fotografien. Und deswegen denke ich, dass gerade darüber sehr viel auch berichtet werden sollte, wenn solche Dinge gelingen, wie sie eben der jungen Fotografin der Ostkreuzschule Abschluss Jahrgang 2022 gelungen ist. Sagen wir den Namen nochmal der Fotografin. Ja, das war die Nancy Ludwig. Ich finde es phänomenal, was sie da geleistet hat. Es gibt eine Fotodatenbank, habe ich von dir gelernt, die dieses Thema auch anbietet. Es gibt eine Fotodatenbank für Redaktionen, für Personen, die im Medienbereich Bedarfe an Fotografien haben. Und die heißt Gesellschaftsbilder. Die heißt Gesellschaftsbilder.de und die möchte eben die Vielfalt der Gesellschaft insgesamt abbilden. Das ist aber dann auch wieder
ein ganz bewusster, selbstformulierter Auftrag, mit solchen Fotografien eine Alternative zu anderen Datenbanken anzubieten, die ja solche Bilder doch in der Regel eher vermeiden. Klar, es ist diese eine Agentur. Ich weiß jetzt nicht, ich kann ja nicht sagen, ob es noch weitere gibt, aber das ist für mich ein Anfang, ein guter Schritt auch sozusagen den Medienmachern, die Fotografien, Fotos brauchen, den Zugang zu solchen Bildern zu erleichtern. Und aus diesem Angebot generiert sich vielleicht dann auch wieder im positiven Sinne ein wachsender Bedarf an solchen Fotografien. Und dann gibt es natürlich auch noch andere Akteure, die sich dem Thema sehr intensiv widmen. Der Christopher Mavrik hat ein Buchprojekt in Österreich gemacht mit österreichischen Senioren mit Behinderungen und erzählt auch Geschichten von einer außergewöhnlichen Normalität. Also er bringt das Thema Behinderung älterer Menschen, versucht er stärker in die Öffentlichkeit hineinzutragen. Und da sehe ich auch wieder Bezüge zu meiner beruflichen Tätigkeit. Ich habe mit Kontergangeschädigten zu tun gehabt, die auch heute eben, weil sie alle so im Jahrgang 57 bis 62 sind, heute in das Seniorenalter hineinkommen und natürlich dann auch dieselben Probleme haben wie andere Senioren auch, aber die Kontergangschädigungen, die ja teilweise sehr massiv sind, kommen noch hinzu und multiplizieren ihre Probleme im Alter. Also auch das ist ein ganz wichtiges Thema. Und ja, es gibt daneben auch noch Talentagenturen, wie ich gelernt habe. Das Thema haben wir ja schon angerissen. Es geht auch um Schauspielerinnen, es geht um Models, die im Grunde auch eine faire Chance auf dem Arbeitsmarkt haben sollten. Das ist doch eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Und wenn sich dann eine solche Agentur das zur Aufgabe gemacht, solche talentierten Menschen Zugänge zum Arbeitsmarkt im Bereich der Kunst, im Bereich der Medien zu ermöglichen, ist es natürlich eine ganz wunderbare Sache und das kann man einfach auch nur begrüßen. Dann direkt die Frage an dich zum Thema Kontergan. Günther Hildenhagen hat ja auch Kontergan-Geschädigte fotografiert. Mhm. In seinem letzten Buch, was 1992 erschienen ist, wo er sozusagen sein Werk auch nochmal zusammenfasst, ist eine interessante Ergänzung zu sehen, die ich vorher auch noch nicht kannte. Also wir haben ein junges Mädchen, die er fotografiert hat, mhm, ich glaube in den frühen 80er Jahren, in ihrem Klassenzimmer. Und in dem Buch von 1992 ergänzt er das durch ein Bild, wo man sie dann Jahre später sieht als Mutter zusammen mit ihrem eigenen Sohn. Deine Meinung zu diesen Fotos, findest du, er hatte eine adäquate Form der Repräsentation gefunden? Ja, würde ich auf jeden Fall sagen, denn er bildet Lebensnormalität dieser Personen so ab, ohne irgendwelchen Shishi dazu zu machen, ohne die Behinderung jetzt allzu sehr in den Vordergrund zu stellen. Sie ist sichtbar, sie gehört dazu, zu diesem Leben gehört sie dazu. Man kann sie nicht wegdiskutieren, aber man sieht sozusagen die Gesichter der Personen. Ja, man sieht ihren Charakter, ihre Persönlichkeit. Und das steht in seinen Fotos im Vordergrund. Man sieht eine alltägliche Lebenssituation, eine junge Frau, die dann später Mutter eines Kindes wird. Das Kind ist mit im Bild. Also das finde ich ganz wunderbar, auch als Lebensgeschichte zu erzählen. Und von daher gesehen, also ist für mich der Günther Hildenhagen sicherlich einer der Fotografen, die sich zu einer ganz frühen Zeit in einer ganz hervorragenden Weise diesem gesamten Thema gewidmet haben. Besser als viele, die es heute versuchen. Es gibt andere, denen es gelingt. Der Carsten Büll hat eine Serie in den 2007, 2008 gemacht mit Menschen, die kontergangeschädigt sind. Ein Buch publiziert, sehr gelungen, wo er auch versucht hat, Lebensnormalität darzustellen. Der Name nochmal, Carsten Büll. Und er hat einen banal klingenden, markanten Satz darüber gestellt. Er sagt, die eigentliche Herausforderung beim Fotografieren sind die Menschen. Und das bezogen auf die Menschen, die teilweise massiv geschädigt sind, Kontergangeschädigung haben, trifft im Grunde den Kern des Problems und der Herausforderung, vor der wir alle stehen an der Stelle. Günther Hildenhagen hat schon vor einigen Jahren folgenden Satz gesagt, aber er unterschreibt ihn heute auch noch, hat er mir erzählt: Ansehen und Reichtum ist mit solch einer Fotografie nicht zu gewinnen. Mhm.
Das ist insofern interessant, als es auch den Faktor der Zeit mit berührt, den der Fotograf mitbringen muss für seine Arbeiten. Denn dieses schnell irgendwo hingehen, ein schnelles Vorgespräch und da die Aufnahmen direkt realisieren, ist nicht möglich. Insofern die Frage, kennst du Strategien oder Rahmenbedingungen von Fotografen, Fotografinnen, die heute arbeiten, wie sie damit umgehen? Das ist eine schwierige Frage für mich. Ich kann unterstreichen, was du gesagt hast. Das Geschäft der Fotografie ist heute härter denn je. Die Rahmenbedingungen für viele Fotografen sind so, dass sie sich eigentlich für die Projekte kaum Zeit nehmen können, zumindest für ihre Auftragsarbeiten. Und ich denke, dass viele Fotografen, die an sozialen Themen Interesse haben, dies letztlich im Rahmen von freien Arbeiten verwirklichen, weil es gar nicht anders möglich ist. Und sie haben ja als potenzielle Kunden für solche Arbeiten ja nur auch eine sehr begrenzte Klientel zur Verfügung. Also da sind soziale Einrichtungen, da ist eben, wie genannt, die Caritas, die Diakonie und andere, die dann gelegentlich einmal solche Aufträge vergeben. Aber das ist natürlich ganz selten, dass das passiert. Und dass in solchen Einrichtungen dafür auch Geld da ist, kommt auch aus meiner Sicht sehr selten vor. Also insofern glaube ich, stellt sich die Frage gar nicht für den Fotografen, ob er jetzt eine spezifische Strategie entwickeln soll, wenn er sowas beruflich umsetzen möchte. Es gibt kaum Möglichkeiten. Und die Chance, dass man sozusagen das miteinander verbindet, was ja viele Fotografen auch tun, freie Arbeit, berufliche Tätigkeit, Auftragsarbeit, und dass da etwas rüberschwappt, ja, die ist ja bei dem Thema auch kaum gegeben. Gibt es einen Preis, also eine Auszeichnung oder Stipendien für Fotografen, Fotografinnen, die gezielt das Thema, müsste man jetzt sowieso mal fragen, wie man es nennt, Bildjournalismus für soziale Themen, sozialdokumentarische Fotografie, das sind so ein bisschen die Begriffe, die im Raum stehen. Mm-hmm. Also zurück, gibt es dafür Stipendien, eine Auszeichnung, einen Preis, der verliehen wird? Von Stipendien kann ich jetzt nichts berichten. Es gibt natürlich immer wieder Wettbewerbe, sowohl für Amateure wie auch für professionell aufgestellte Fotografen, die dann mal wieder soziale Themen aufgreifen. Und dann wird ein Thema gesetzt im Rahmen eines Wettbewerbes und dann ist da etwas abzuliefern. Aber es gibt aus meiner Sicht keinen Preis mit großem Renommee, der eine Tradition hat von 20, 30 oder 40 Jahren, bei dem sich sozusagen die Branche insgesamt derjenigen, die sozial orientiert sind, als Fotografen angesprochen fühlen könnte. Ob dann bestimmte Institutionen sich einfach mal zusammensetzen, wie die Aktion Mensch oder das Grimme-Institut, das sich mit diesem Medienthema beschäftigt, und sagen, wir stiften jetzt mal so einen Preis und den tragen wir dann auch mal 10, 15 Jahre durch und sehen, was dabei rauskommt, wäre sicherlich der Mühe wert. Aber bislang ist mir so etwas nicht bekannt. Es wäre aber schön, wenn man dieses Thema in der DFA ein Stück weit weiter verfolgen würde. Also daran wäre mir natürlich sehr gelegen, wenn es in der einen oder anderen Weise aufgegriffen werde, ob man Frau Oberrück mal einlädt zu einer DFA-Jahrestagung oder eine andere Fotografin, einen anderen Fotografen und mal aus der Fotografensicht über dieses Thema sprechen lässt und dazu eine kleine Diskussionsrunde hat. Denn die Jahrestagungen der DFA sind dafür natürlich der richtige Resonanzraum, um so etwas zu machen. Ich finde das sehr gut, das würde der DFA gut anstehen, die sich ja als ein Diskursraum für künstlerisch orientierte Fotografie versteht. Und wir haben gelernt, dass die sozialen Themen von der künstlerischen Fotografie noch nicht adäquat abgedeckt werden. Vielen Dank an Christoph Linsbach und vielen Dank für Ihr Interesse und fürs Zuhören. Fotodialog. Dieser Beitrag wurde gefördert durch Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, die Kulturstiftung der Länder und das Förderprogramm für digitale Contentproduktion in Kultureinrichtungen,
Kulturgemeinschaften.